So Leute, da sind wir beim nächsten Pre-Release Pack. Diesmal Ikoria. Das ist mir nicht aufgefallen, dass ich das am Channel noch gar nicht hatte. Und ich habe mal wieder mein Messer verlegt. Das sehe ich jetzt schon wieder. Ich muss schon wieder kotzen. Ah, so. Ikoria, das Set, in dem alles drüber und drunter ging. Karten gebannt wurden, bevor sie rauskamen. Karten binnen einiger kurzer Zeit wieder gebannt wurden. Ja, Ikoria halt. Wir haben die Storys alle gehört, beziehungsweise teilweise wahrscheinlich sogar miterlebt. Gucken wir uns mal an. Wir haben hier im Previous Cat wieder unsere Würfel. So ein roter, ist ganz cool. Dann haben wir vernichtendes Ultimatum. Zerstöre alle Karten, die einen Gegner kontrollieren. Was? Die deine Gegner kontrollieren und die keine Länder sind, okay? Das nicht schlecht, gerade in Foil, echt hübsch. Mit Stempel. Dann haben wir Token, Gefährten-Token. Dann haben wir Erklären von Mutate. Erklären, ist das nur mutieren? Kreaturen können mutieren. Pre-Release-Deck bauen. Okay, es ist nur Mutate erklärt worden. Das ist natürlich traurig. Dann haben wir hier Müll. Und dann haben wir diese Stamp-Cards mit etwas dickerer Pappe. Tatsächlich. Ist halt dafür da, damit man bedrohlich Marken nehmen kann, Lebensverknüpfungsmarken, Erzschlagmarken, Reichweitemarken, Wachsamkeitsmarken. Also auf der anderen Seite sind es dann andere Marken. Ja, die sind hier in dem Ding auch in dickerer Pappe drin. Mal gucken, ob wir uns da noch eine, nicht mehr hier, ob wir auch noch eine ziehen ohne diese dicke Pappe. Und ja, dann haben wir unsere 6 deutschen Ikoria Booster. Da ist es wie immer, wie ich das jetzt mache, bei den großen Packen aus. Sehen wir es direkt hier. Einmal ganz kurz die dünne. Die ist auch wesentlich dünner als die andere. Wie immer, die Kamms gehe ich gerade so durch. Wenn ich irgendwas sehe, was erwähnenswert wäre, erwähne ich das. Ansonsten gehen wir zu den Ankamms. Haben wir 9 Mana 11-11, verursacht Trampelschaden mit Umwandlung. Und man kann eine Trampelmarke irgendwo drauflegen. Also, wo ist denn die Trampelmarke? Bedrohlich? Trampelmarke da oben. Dann haben wir einen unbändiger Wolfsbär. 4 Mana 4-4, immer wenn der angreift, kannst du die Basic Angriffs- und Verteidigungsstärke einem Menschen deiner Wahl zu Werten von hier werden. Wow, verwirrend. Ja. Reptilische Spiegelung, 3 Mana Verzauberung. Immer wenn eine Karte umgewandelt wird, kann das zu einem 5-4 Dinosaurier mit Trampel werden und Eile. Okay. Und unser Rest. Ludri, der Zauberbelager. Nee, Zauberbalger. Das ist tatsächlich einer der Karten, die direkt gebannt wurden. Der hier im Commander, glaube ich. Ein blaues, ein rotes und ein farbloses. 3-2 als Companion, also Gefährte. Wenn alle Nichtlandkarten in eurem Startdeck unterschiedliche Namen haben, könnt ihr den als Companion benutzen. Der hat Flash. Und immer wenn er ins Spiel kommt, könnt ihr eine Spontanzauberhexerei eurer Wahl kopieren. Wurde im Commander direkt gebannt, als er gespoilert wurde, weil es jedes verdammte Commander-Deck hätte den spielen müssen. Und würde ihn wahrscheinlich bis heute spielen. Also jedes Blau-Rote. Blau-Rot-X, sobald Blau-Rot drin ist. Ja, Token. Basic Land und... Oh, was mache ich denn hier? Spoiler. Sorry, ich bin das gewohnt, die Dinger so aufzumachen mittlerweile. Ich habe jetzt auch hier in letzter Zeit wieder ein paar mehr Booster aufgemacht und auch ein paar mehr von den großen Openings und deshalb... Tut mir leid. Ja, Kamen. Der ist ganz cool, der wird im Cycle Deck wurde der damals gespielt. Kamen, auch super, totes Gewicht, das Artwork, richtig hübsch. Auch mit Luros, richtig, richtig strong. Kamen. Unser erster Ankam ist Stolzer Wildbünder. 4 Mana, 4-3 Trampel. Kreaturen, die ihr kontrolliert, die Trampel haben, verursachen den Schaden so zufügen lassen, als wären sie gar nicht geblockt. Also ziemlich strong. Stimmt. Die gibt es ja auch hier drin. 4 Mana, 3-3 Mutate mit Death Touch. Und immer wenn die Kreatur mutiert, kriegst du X-Lebenspunkte und der Gegner verliert X-Lebenspunkte, wobei X gleich die Anzahl an Mutate-Sachen sind. Richtig cool. Ich mag das Artwork.
Fluchtprotokoll, zwei Mana-Verzauberung. Immer wenn eine Karte umgewandelt wird, kannst du einen Mana bezahlen. Wenn du dies tust, kannst du ein Artefakt oder eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Exil schicken und sie dann unter die Kontrolle ins Spiel zurückbringen. Das nicht schlecht, gibt es aber schon in Weiß in Besser. Und unser Rare ist... Bist du denn? Jungtierhüter, 4 Mana 3, 5 mit 4 Mana Mutate, Lebensverknüpfung, immer wenn der mutiert, kriegt man 2, 1, 1 Katzenspielsteine mit Lifelink. Okay. Ja, dieses ganze Mutate-Katzen-Companion, also das Theme, super krass. Ich finde es immer noch schade bis heute, dass man da drin keinerlei Godzilla-Karten finden konnte in den normalen Boostern. Oh, Flugpapagei. Betäubungsfall, Mysterious Egg. Das ist unsere Kanz, unsere Ankanz. Urzeitliche Empathie. 3 Mana Verzauberung. Zu Beginn des Versorgungsmoments zieht man eine Karte, falls ihr eine Kreatur mit der höchsten Stärke kontrolliert. Sonst legt ihr eine Plus 1 Marke auf eine Kreatur. Ruf des Todesbrüters. 3 Manas, Hexerei und ihr wählt bis zu 2 Kreaturen aus eurem Friedhof aus, die gemeinsame Mana-Kosten von 3 haben oder weniger und bringen sie ins Spiel. Der, man kann danach eine Bedrohungsmarke drauflegen und eine Todesbedrohungsmarke. Kann man auch verteilen. Tatsächlich ist ganz cool. Gedeihender Fuchs. 1 Mana 1-1. Immer wenn der, wenn ihr eine andere Karte umwandelt, kriegt ihr eine +1/+1 Marke mit 1 Mana umwandeln. Auch der wird hier drin gespielt. Und oh mein Gott! Der Ozolith, 1 Mana legendäres Artefakt. Immer wenn eine Kreatur, die ihr kontrolliert, das Spiel verlässt, also auch gebounced wird, exiled wird oder ähnliches, falls Marken auf ihr lagen, lege alle diese Marken auf den Ozolithen und zu Beginn des Kampfes in deinem Zug, falls Marken auf dem Ozolithen liegen, kann man die auf eine Kreatur eurer Wahl legen, allesamt. Super brokenes Teil. Als ich das am Anfang gesehen habe, dachte ich so, ja, ist ganz nett, aber heilige Kacke, das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Gerade mit diesen ganzen Affinity-Sachen von früher und so weiter, es ist so, so strong, so schön. Mehr davon. Oh, kamen. Anker! Eine Katze! 4 Mana 3, 4 mit Mutate für 3 Mana. Also 3 Mana 3, 4 ist nicht schlecht. Immer wenn er mutiert wird, kriegen alle Kreaturen +X/+X bis zu Ende des Zuges über X die Anzahl an Mutations sind. Das ist nicht schlecht. Knochengrund Laura. 4 Mana 4, 4 mit Mutation. 4. Und immer wenn ihr mutiert mit ihm, bringt ihr eine bleibende Karte aus eurem Friedhof auf die Hand zurück. Auch gut. Neutralisieren. 3 Mana Spontanzauber. Ihr neutralisiert einen Zauber eurer Wahl mit 2 Mana Umwandlung. Ist halt ein besseres Cancel. Und unsere Rare ist noch ein Companion. Kiruga, Weiser der Größe. 5 Mana, 5-4 mit Gefährte. Wenn ihr könnt ihn nur als Companion wählen, wenn euer Startdeck alle Karten Mana kosten 3 oder höher hat. Und wenn ihr ins Spielfeld kommt, zieht ihr für jede andere bleibende Karte, die ihr kontrolliert mit Mana kosten 3 oder höher, eine Karte. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Dann haben wir hier noch Kammland. Der war aufs Bären voll. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. So. Vorletztes. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr diese 2 Companions gezogen hättet, würdet ihr sie in euer Deck bauen? Weil ich habe Pre-Release Ikoria wahrscheinlich wie die meisten anderen überhaupt nicht gespielt. Aber die Leute, die es getan haben, können mir ja Bescheid geben, ob man da Companions drin gespielt hat oder nicht. Das würde mich mal interessieren. Ja, 3 Mana 2-4 aufmerksame Sinnesbünderin. Mit Wachsamkeit und zu Beginn des Endsegments erhaltet ihr für jede Kreatur mit Wachsamkeit, die ihr kontrolliert, einen Lebenspunkt. Also diese ganzen Doppelfarbigen gibt es halt mit Wachsamkeit, Bedrohlichkeit, alles was hier so drin ist. Das ist ganz cool. Im ganzen Verschlingen, 1 Mana Hexerei, ihr tappt eine Kreatur, um diesen Zauberspruch zu wirken. Also zusätzliche Kosten. Und ihr schickt eine getappte Kreatur ins Exil. Ihr legt eine +1/+1 Marke auf die Kreatur, die getappt wurde. Das ist ziemlich strong. Wow, das ist wirklich, wirklich strong. Das im Standard. Heilige. Aufklärungsmission. 4 Mana Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur, die ihr kontrolliert, mit einer Kampfschaden zufügt, zieht ihr eine Karte mit Umwandlung. Und Yidaro, das wandernde Monster. 7 Mana, 8-8, verursacht Trampel mit Eile. Mit 2 Mana Umwandlung. Und immer wenn ihr den umwandelt,
Guckt ihr nach, ob ihr in dieser Partie den bereits viermal umgewandelt habt oder mehr. Und wenn ihr das getan habt, geht er statt in das in den Friedhof geht oder in euer Deck geht, geht er stattdessen ins Spiel. Und danach zieht ihr trotzdem eine Karte. Das ist ziemlich strong, gerade in so Control-Decks gewesen. Juhu, jetzt das Booster. Also bisher hätte ich noch keine Ahnung. Ich würde wahrscheinlich irgendwas versuchen mit Uludri als Companion und Yidaro und dem Ozleten dann ein paar Marken oder so. Ich habe aber leider echt keine Ahnung. Leider keine Ahnung. Davon haben wir jetzt auch schon drei Stück in diesem Pre-Release-Pack gehabt. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann können wir Ludri nicht nehmen als Companion. Dann haben wir einen herzlosen Akt. Zweimal eine Spontanzauber. Ihr zerstört eine Kreatur eurer Wahl, die keine Marken hat. Oder ihr entfernt drei Marken von einer Kreatur. Auch eine gute Karte. Wühlender Moloch, 5-4-4. Wenn ihr ins Spiel kommt, schickt ihr eine Karte mit Umwandlung aus dem Friedhof ins Exil. Und bis zum Ende des Zuges könnt ihr die spielen. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Flügelschlag-Mentor, 3-1-3. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, legt ihr eine Flugmarke auf eine Nicht-Mensch-Kreatur. Und für 3 Mana tappen, legt ihr noch nochmal +1/+1 auf jede fliegende Kreatur. Das ist gut. Und unser letzter Rest. Raugrin-Triom. Ja, also das wäre auf jeden Fall rot-blau und dann wahrscheinlich mit ein bisschen weiß gewesen. Weil dafür haben wir auch das Triom dann gezogen. Kommt getappt ins Spiel mit 3 Mana Umwandlung und erzeugt blaues, rotes und farbloses Mana. Sehr, sehr cool. Ja, sehr, sehr cool. Ich mag Ikoria tatsächlich. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, aber ich mag Ikoria, muss ich einfach sagen. Ich finde Ikoria tatsächlich echt, echt nice. Und ich hoffe mal, sie bringen mehr so Sets raus demnächst mal wieder. Und wir kriegen nicht schon wieder Eldrazis. Ich habe immer noch Angst, dass sie schon wieder Eldrazis drucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Sage. Ciao, ciao.